Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Real FPG 6.0. Mein Name ist Alison Burger und ich begrüße euch in diesem raschen Tempo recht herzlich zum Rettungsdienst. Heute ist es soweit, auch ich werde euch einmal ganz kurz den neuen RDW Sprinter vorstellen. Sprinter? Ja doch, müsste eine Sprinter-Version sein. Mit einem Kastenaufbau hinten. Und zwar, wir gucken noch einmal gerade raus aus dem, ja, wir gucken einfach mal aus dem Tor jetzt raus, ja? Da können wir uns jetzt auch ein paar Minütchen mal kurz Zeit lassen. Ist ja nicht so wild. Das ist der alte. Was heißt Alter? Ne, das ist unser VW Crafter. Hat sich auch ein bisschen was getan, hat ein bisschen mehr Blinkelicht bekommen. Hier, Frontscheibenblitzer hat er bekommen. Nee, Seitenblitzer hat er keine. Nee, aber er hat zum Beispiel auch noch neue Frontscheibenblitzer bekommen. Das ist an dem RTW ein bisschen neu. Aber ansonsten ist das ja das alte Modell, das wir schon aus meinen bisherigen Videos kennen. Das hier ist jetzt der neue RTW. Der kam ganz neu dazu und sieht von der Form her sehr, sehr ähnlich aus. Der Aufbau ist ein bisschen anders, mehr Mercedes-lastig, ist ja klar. Wir gucken uns auch hier mal die Signalanlage an. Da hat sich ein bisschen was getan und vom Skin her sollte man erkennen, dass der Skin ein bisschen anders ist. Also immer ist ja diese gelben Streifen bei, die wir klassischerweise eher vom Notarztbereich kennen. Diesen RTW wird es auch erst ab dem Rang Notfallhelfer geben. Ja, Notfallhelfer. Und dementsprechend ist das Ganze schon ein bisschen mehr, ja, notarztlastig beskinnt worden. So würde ich mir das zumindest erklären. Auffällig ist, dass der hier jetzt 3x2 Frontblitzer hat, so wie Frontscheibenblitzer, Seitenspiegelblitzer. Dann hat er hier vorne noch einen kleinen Blitzer. Hier über den Radkasten befindet sich noch ein Blaulichtblitzer. Und hier hinten unten sind auch dann noch neue Blaulichtblitzer. Was bei dem ganz neu ist, wenn der Wagen aufgeschlossen ist, kann ich von außen die Türen öffnen. Na, so, man muss relativ nah dran gehen. Das geht dann zum Beispiel von innen nicht mehr. Also ich kann mich nicht reinsetzen, mache alle Türen zu und fahre dann weg, sondern ich muss erst aussteigen. Dann muss ich gucken, dass ich die Türen dann soweit schließe. Und dann kann ich, ja, mit meinem Patienten den Abtransport machen, ne? Logischerweise muss dann auch immer der Fahrer dann die Tür zumachen. Gut, ansonsten, die Blaulichtbarke ist oben relativ gleich, Signalanlage ist gleich geblieben. Die Leistung hat sich ein bisschen verbessert bei diesem Fahrzeug, also der Wagen ist wesentlich schneller und PS stärker. So an sich funktioniert aber trotzdem noch mit der Trage, wie wir das bisher gewohnt sind. Hi! Und, ja. Nein, nein, alles gut. Du störst nicht. Was? Hab ich nicht verstanden. Alles gut. Nein, nein, ich muss gucken wegen RTW1. Ach so. Nee, alles gut. Passt die Trage noch durch. So, und wir gehen jetzt mal ganz nach hinten zu unserem Shop, damit wir uns auch nochmal gerade die Werte angucken können. So. Ah, da hatte ich vergessen, mich zu muten. Naja, macht nichts. Ist jetzt nicht so schlimm. So, wir gucken nochmal ganz kurz in den Vehicle Shop. Da ist er. Mercedes Sprinter RTW 2018. Hat eine maximale Geschwindigkeit von 268 Stundenkilometer, 250 PS. Und dann den VW Crafter. Mal ganz kurz zum Vergleich. 163 PS. Das sind knapp 100 weniger. Und wir haben 198 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit, wo wir knapp 70 km/h langsamer sind als der... Warum mache ich das jetzt? Also der Sprinter ist 70 km/h schneller als der Crafter. Also hat auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Upgrade bekommen, das Fahrzeug. Ein ordentliches Upgrade. So, ich bin jetzt auf jeden Fall mit dem Sprinter ein bisschen unterwegs hier. Wir haben heute einen sehr bewölkten Tag. Ich mache mich mit dem Sprinter jetzt ein bisschen auf den Weg. Wir nehmen den so ein bisschen mit in den Einsatz und gucken uns mal, wie uns das Fahrzeug so zur Verfügung steht. Vielleicht ist das auch schon so... Da ist mir einer in den RTW reingefahren. Nee, echt jetzt? Oh. Dafür gehört der RTW 1 geprügelt. Da haben die mir einfach den neuen RTW kaputt gemacht. Ich glaub's ja wohl nicht. Können kein Auto fahren, die Jungs. Wollte ich gerade schon sagen, mal gucken, ob das Ding zu leistungsstark ist und ich mich damit selber zerschieße. Dann ist der Crafter vielleicht doch besser geeignet für mich. Aber jetzt fahre ich erst recht den Sprinter.
Naja, ich muss meinen Sprinter jetzt erstmal reparieren. Man hat ihn ja freundlicherweise kaputt gemacht. Ansonsten, ja, gucken wir mal, was der Einsatztag heute so bringt. Viel Spaß. Hallo. Guten Tag, der Rettungsdienst ist hier. Burger, mein Name, das ist mein Kollege Blieke. Kollege. Wo haben wir denn noch Verletzte? Hallo? Können Sie reden? Okay. Blieke? Ja. Er kann's nicht. Ich habe ihn vorhin schon mal getroffen. Ja. Das ist die Frage, wo die Kollegen sind und den ganz anderen Kack. Was ist hier unten? Ja, ich habe ihn gefunden. Er liegt im Auto drin, Blieke. Okay. Ach du Kacke, ja. Ja. Ihm geht's einigermaßen okay. Jetzt noch Puls und Blutdruck. Treffer 1, Kein Schuss. Puls. Blutdruck steht bei 64, Ja, ich komme 42. schon komplett dran. Dann erwischt du das. Ja, das ist eine gute Idee. Ich mache soweit das Tourniquet schon wieder mapp, damit die Schmerzen nicht so groß werden. Ja. Moin. Hallo Brise. Patient ist im Fahrzeug eingeklemmt. Nur ein Patient. Bisher ist nur ein Patient bekannt. Okay, mir wurde gerade zugetragen, unter der Brücke soll sich noch einer befinden. Ja, ich hab da auch einen Blutfleck gesehen. Ich gehe mal unten gucken, mach die hier weiter. Wenn ihr Jawohl. rankommt, wegen, ne, Fahrzeug, dann müsst ihr Datsche anfunken, ne? Ich Geh mag unten gerade gucken. Patienten behandeln und alles nachgucken. Ja, Funk, geh mal bitte her und funk du mal schnell die Leitstelle an, dass wir hier dringendst oder schnellst, so unfassbar schnellen Abschlepper brauchen. Die Leitstelle für RTW2 kommen. Herzlich willkommen. Brauche sehr dringend einen RC-Abschlepper zu meiner Stelle kommen. Ja, die Leitstelle soll mitkommen. RTW2 Ende. Gut, also ich werde jetzt soweit die Wunden versorgen. Wir können gucken. Yep. Bitte? Blieke! Ja. Brauch HLW. Mach du bitte dauerhaft HLW. Wir müssen den unbedingt von der Brücke runterkriegen, damit wir ihn aus dem Auto rauskriegen. Damit wir hier EKG prüfen können. Ansonsten hat das alles keinen Sinn. Ohne Puls ist es ein bisschen scheiße jetzt. HLW kommt die ganze Zeit durchgeführt. Jawohl, das ist sehr gut. Ich kümmere mich soweit schon mal um die Lunten, dass ich sie soweit abbinde. Dann wieder beatmen. Also willkommen. Ja, gut. So, Puls ist noch soweit okay. Ah, die Leitstelle ist auch hier angekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was sagt der Blutdruck? Ich überprüfe sofort. Also Blutdruck. Wir liegen bei 83,55 steigend. Puls ist immer noch nicht vorhanden. Okay. Alles klar, dann machen wir jetzt erstmal so weit HLW weiter, bis der ERC hier eintrifft. Ich hoffe, die haben nötige Mittel zur Verfügung, dass wir hier schnell vorankommen. Ich hoffe auch. Ach, nur wir können kein EKG prüfen. So, komm. Drück ihm. Kommt. Ach, ist nur ein VW-Bus.
Ah, Kacke. Halt, wir kommen wieder durchgeführt. Okay, weißt du, was mich ein bisschen stutzig macht gerade? Ja. 3 Fahrzeuge, 2 Verletzte. Ach, stimmt, der dritte ist hier unten. Ha, ja. Okay, alle gefunden. Okay. Das ist jetzt ein bisschen kritisch hier. Hi. Na. Hallo. Habt ihr unten jemanden finden können? Könnt ihr bitte weggehen? Ja, negativ. Da kriegt er mal 1000 Milliliter, kriegt er nochmal. Jawohl, häng ihm dran. Okay, also mein Plan wäre jetzt, dass wir auf den ERC warten, dass wir den Wagen hier runterkriegen, die Patienten ausladen, damit wir den an unser Pulsmessgerät anschließen können, und an unser Elektrolysegerät für den Herzschritt. Und wenn da soweit alles in Ordnung ist, können wir den Herrn dann medikatiös verhandeln, aber hier im Fahrzeug können wir leider keine Messungen durchführen. Jo, ja gut, dann müssen wir warten. Wir werden so weiter HLW machen, wir werden seine Werte... der müsste... Nee, also ihm gehört der hier. Ich kenne den Herrn noch von vorhin. Wenn das der schon mal umparkt, weißt du? Ja, wir für den ERC. Na, ich vermute einfach mal entweder ihm da hinten. Ja, ich frag mal nach. Okay. Oder ihm hier. Nein, das kann nicht sein. Nein, ich glaube, der ist noch drin oder so. Das ist nicht richtig. Nicht richtig. Okay, das ist schlecht. So. Hast du schon, ich habe noch keine Benachricht bekommen, ob der ERC kommt oder nicht. Ich habe auch keine Nachricht geschrieben. Warte, ich guck mal nochmal, ob ich Ja, wir können ja nochmal über die Leitstelle Nachdruck verleihen. Ich geh gerade mal zur Leitstelle vor und verleihe nochmal Nachdruck. Ich bin gerade angefragt. Ja? Alles klar. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Beide BMWs müssten weg. Der erste, der M5, der steht halt im Weg für sie, glaube ich, oder? Ah ne, das geht auch so vielleicht. Das könnte gerade so klappen. So, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Ein Stück noch, ein Stückchen, 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 Stückchen. Stopp! Ja, so. Grüß Gott, die Herrschaften. Also wir haben einen kleinen Notfall, wir haben den Patienten noch im Fahrzeug eingesperrt. Wir müssen das Fahrzeug allerdings dringend von der Brücke runterkriegen. Können wir den letzten Dispatch anfahren, kommen? Also möglichst das Fahrzeug schnell aufsatteln und auf Festland wieder runterschmeißen. Ja, den kriegen wir soweit nicht raus. Kollege, einmal rückwärts. Ja, ja, ich fahre mal rückwärts ran. Jawohl, kannst du da vorne die Straße noch ganz sperren, dass hier keiner vorbeifahren kann? Schöne Fahrt, komm. Können Sie mit dem letzten Dispatch anfahren, bewusstlose Person, komm. Stopp, stopp, sollte reichen. Oder ne, einmal die... somit Schluss, reinkomm. Somit Latschel Land. Vorsicht, die Herren! Hier dran. So, dann erst einmal zurücktreten. Sie auch. Sind alle weg. Super, super, super. Jo. So, dann sichern wir den noch schnell, zack. Ja, sicher du gleich mal. Ich fahr dann gleich mal auf Seite. Zack, ist gesichert, der Herr. Und der M5 ist auch unterwegs. Zurücktreten, der Herr. Genau, so jetzt einfach auf Festland. Und hier für den M5 hier? Ja, mit drin. Also abschleppen. Gut, alles klar. NF1 Status 6. Ja, fahrt. Passt. So. Oder was gibt's? Wie bitte? Gibt's noch was? Oder warum? Oder wieso? Oder was ist? Ja, ich vermute mal, dass das Fahrzeug irgendwann noch repariert werden muss, ja, so wie das Ding aussieht. Muss ja erstmal noch weg, deswegen. Ist der offen? Jawohl, wir können mal versuchen, den Patienten hier rauszuholen aktuell. Ja, mach. Das okay. Hey, ist da jemand drinne? Ja. Ja.
Kannst du ihn aufladen? So, dann. Nee, da ist jemand. Komm, da ist er. Ja, deswegen solltet ihr so schnell hierher kommen. Ich kann den ja nicht auf der Brücke ins Wasser reinschmeißen. Ja, ich komm gleich zurück. Wir müssen erstmal den anderen BMW. EKG, da. Kommt. Alles klar, was machst du gerade? Ich mache gerade EKG. Alles klar, ich zieh weiter mit HLW durch. Normale Herzfunktion. Alles klar, wunderbar. Herr Briese? Jo. Patient hat eine normale Herzfunktion, einen Blutdruck von 97,65, 2 Liter sind bereits in den Patienten eingeschlossen. Patient steht unter vermutlich stärkeren Schmerzen. Bitte Freigabe, Epinephrin zum Wiederbeleben, komm. Ja, ich verabreiche das. Jawohl. Und dann machen wir Morphium. Ja gut, erstmal müssen wir eine Herzfrequenz kriegen. Solange brauchen wir. Alles klar. Pulszähler ist auf 40 angestiegen. 45. Unter Kontrolle. 49 Schläge pro Minute. HLW wird immer noch durchgeführt. 52. Wir steigen. Sieht gut aus, sieht gut aus. 52 Schläge. Adrenalin kommt. Blutdruck liegt bei 112:75. Normbereich erlangt. Puls ist angestiegen. 84 Schläge pro Minute. 98 Schläge pro Minute. Oioioi, ich hasse diese scheiß Kraftkäfer. Ich könnte kurzen. Vielleicht davon der Feind. Puls 94, 93. Ich bin in meiner Position, Mann, in RAC, das zweite perfekte Fahrzeug gekommen. Oioioi. Somit wird kontaktiert, komm. Okay. Bitte sagen Sie mir, ich hatte nicht die Stimmbänder verschlagen. Nee, nee, alles super. Heute ist es super. Funkcheck. Ich schwöre. Ich mache irgendwann Kraftkäferblatt. Kraftkäfer haben einfach X5 zur Seite gezogen und voll in mein Auto. Ah, okay. Herr Briese, Krankenhaus? Leitstelle für Tedka. Lass den drauf, lass den drauf. So. Der Medic, also der Patient oder was auch immer. Herr Dr. Briese, Zettel. Untersuchung, er war ja bewusstlos, ne? Mhm. Jawohl, dann gehe ich die Trage schon mal holen. Entschuldigung, ich kann nichts dafür. Die Kollegen, wenn sie ich kann nichts dafür. Ausnehmen zur Nachuntersuchung, ne? Reißdreck hier. Sicherheit, ja? Gut. Dann mal wohnst du in Berlin oder was? Nee, nur. Soweit sieht erstmal alles in Ordnung aus. Leitstelle von Tedcom. Wir wollen mal sicher gehen, ja? Hört sich. Ja, somit. Jo, Rettungsstelle von Tedcom meldet sich aber zum Dienst, zum Beispiel eine Einteilung. Welcher Wagen jetzt gehört? Sie gehen bitte noch mit aufs NEF 1 kommen. Wo soll das Gesetz nachsorgen, ne? Ja, hab ich damit, dankeschön. Die Mutter hier gehört, glaube ich, dem Herrn, den wir da in Behandlung haben. Hallo, Rakla, hallo. Für den anderen gab's kein Alter, also war keiner so. So. Der Herr Brechstange ist bestimmt der Patient, richtig? Das kann gut sein, also ich denke mal, der saß ja in dem Auto. Hallo, ich bin Brechstange, ich liege vermutlich auf Boden, hallo. Ja, gut, konnte ich mir schon denken. Achso, Sie kommen jetzt. So, dann würden wir Ihnen mal helfen, auf die Trage zu kommen. Zur Sicherheit einmal ins Krankenhaus gebracht. So. Okay, ja, dann müssen wir. Gut, Herr, wenn Sie dann mal mögen, können Sie mal versuchen, mit unserer Hilfe auf die Trage aufzusteigen. Da ist kein Halter, also da war niemand vor. So, kommen Sie, versuchen Sie es einfach mal. Wenn Sie es soweit fühlen, kommen Sie, hau ruck, komm, gut. Dann nehmen wir den halt auch mit, müssen wir halt zweimal her. Entschuldigung, polnische gehen nicht, ich wollte gerade reichen, aber. Ja, was wollen Sie die ganze Zeit sagen? Sie sagen die ganze Zeit nichts mehr. Ja, das macht nichts, kann Ihnen mal passieren. Super! So. Aber der versucht die ganze Zeit. Sein Auto anschauen. Weil. Irgendwas ist da im Wasser, aber ich check nicht was. Gut, dann laden wir sie mal hinten ein. Wasser reingefallen auch. Einer noch. Der also M5. Der wollte mich helfen und ist im Wasser reingefallen. Ich muss helfen dem. Mhm. Okay, die Kollegen haben bereits nach ihm schon gesucht. Das ist aber ein langsamer Mechanismus. Ja. Es soll ja nicht so viel Erschütterung geben. Ich cruise mit dem Ding hier durch die Gegend. Also wieder da rein ruckelt, ja, das so ein halbes Jahr abbeben, oder? Ja, Blieke, bleibst du dann hinten bei ihm? Ja, mach ich. Nach dem anderen. Alles klar. Wir würden uns dann... Ja? Das andere Auto gehört demjenigen, der unten im Wasser aufgeklatscht ist. Okay. Achso, der im 5. Sehr schade. Ja. Ah. So. Gut, wir würden uns dann wieder auf den Weg machen, Herr Briese. Alles klar, ciao. Tschüss. Und wo ist der Halter von dem?
Was hat denn diese Kraft hier mit denen gemacht? RTW 2, Status 7. Oh, ja gut, dann... Komme neu. RTW 2, Status 7. Okay, so mit. Danach wissen die nichts mehr. Okay. Danach ist weg. Ich weiß doch, keine Ahnung, wie kam ich denn auf die andere Seite von die Brücke? Mhm. Haben sie noch Kopfschmerzen oder irgendwelche andere Beschwerden noch? Geht eigentlich. Okay. Ja, machen wir zur Sicherheit nochmal ein MRT für Sie. Ja, das können wir soweit machen. Ja, hat geblutet, als ich gesehen habe, meine Augen komplett verstört. Was gerade auch das ist neu auf. Kann man verstehen. Feuer. NRW Status 6, Kollegen abholen. Ja, die Herren vom RAC werden das Fahrzeug wieder richten. Ja, ja. Das wird wieder wie ein neues sehen. Ich hab gerade irgendwas gehört. Ja, die Kollegen vom RAC werden sich um ihr Fahrzeug kümmern. Das wird danach wieder wie neu aussehen. Meinen Sie, dass das noch wieder... Ja, ganz sicher. Aber das kann man wieder. Man kann alles wieder ganz machen. Na, Lack abmachen. Restaurieren, Spachtel drüber. Kann ich besser fast neue Auto kaufen, glaube ich. Ja, ein bisschen schon, ja. Eigentlich schon, aber er sieht eigentlich aus wie neu. Aber erstmal sind Sie wichtiger als das Auto. Ja. Ich bin voll, das ist mein. Übrigens, die Reifen von Ihrem Krankenwagen passen nicht. Da brauchen Sie keine Angst. Na, okay. Außer sie haben auch M3 Rettungs. Na, so negativ. Dann brauchen sie keine Angst, Fabi. Okay. Oh, die Wahl, dass der Kollege hinten die Tür aufmacht. Ja, ich werde sie hier und da verwenden. Lass mich raus. Wenn es erlaubt. Natürlich. Hier, guck mal. Ich hab die gleich auf. Warum hab ich die nicht auf? Ausgeladen, Vorsicht. Ich bin ein Rettungssanitäter. Jawohl, wollen wir CT oder MRT machen? Ich würde MRT machen wegen deinem Kopf. Alles klar. Das heißt, das ist ein Trugschlag oder wie ein Biechzucker. Schwerhelfer habe ich aber auch. Ich habe jetzt verstehen, was ich meine. Boah, dann danke ich recht herzlich. Doch. Gut, dann geh du mal vor, ich folge dir. Kriegt man nicht mehr. Erstmal in den Schockraum rein und dann erstmal vorbereiten. Ich kann auch direkt zum MRT eigentlich. Schockraum brauche ich wirklich, so wie mein Auto aussieht, das ist heftig. Man ist ja nicht bewusstlos. Uiuiui. Dann einmal durch, mach die Tür hinten wieder zu. Zack. So, dann einmal hier. Zack, einmal. Zweimal. Genau, so dann steigen Sie doch bitte einmal nochmal von der Trage ab, sofern Sie schon wieder anständig laufen können. Bitte ganz langsam. Okay. Gut, dann folgen Sie mir bitte einmal. Rettungshelfer Felix Fischer meldet sich zum Dienst. Super. Dann gehen Sie bitte einmal in diesen kleinen Vorraum und ziehen alle Kleidungsstücke aus in diese Truhe, die Sie dort vorfinden. Wir werden dann auf der anderen Seite auf Sie warten. Ich mache das. Kein Wie, was heißt, Sie werden auf andere Seite auf mich warten? Hightower von Latschele, komm. Oh, das hat ja nur eine Tür. Ja, geh du mal da rein, dann komm ich mit denen Sie mit. Sie sitzen mit Herrn Stein, den NRW2 und fahren bitte direkt, wenn möglich, den letzten Dispatch von der Polizei an. Einmal, am besten die ganze Kleidung. Einmal entblößen, bitte. Meine metallische Gegenstände dürfen jetzt nicht in die Magnetresonanz-Tomographie mit rein. Am besten einmal alles, genau. Egal, was Sie dabei haben, das Ganze fällt ja auch unter das Schweigepflicht-Arztgeheimnis und Sie kriegen am Ende alles wieder. Was da passiert? Ei, machen Sie nicht die Tür auf. Hallo, die können nicht nur. Wenn ich das sehe, werde ich die neidig. Das schwöre ich. So, unsere Trage hat ein bisschen Abgang gemacht. So. Da legen Sie immer da vorne hin. Gut, dann kommen Sie mal auf die Trage hier drauf. Yeah.
Genau, das ist jetzt unsere MRT-Röhre. Also wir werden jetzt ein kurzes fotografisches Bild von ihrem Kopf machen, damit wir noch einmal überprüfen können, dass sie keine weiteren Gehirnverletzungen haben, sowie Hirnblutungen oder jegliche Traumata erlitten haben und dass nach ihrem Bewusstlosen alle Verknüpfungen in ihrem Kopf wieder ordnungsgemäß am Arbeiten sind. Okay. Dann machen wir jetzt gerade mal ein kleines Bild. Das geht auch relativ schnell, da wir nur von ihrem Kopf jetzt erstmal das Bild machen. Kann ich dann auch so mein Hirn so durch die Dinge schleudern sehen? Das ist cool. Ihren Kopf dürfen Sie nicht bewegen. Ja, okay. Ich kann mein Hirn sehen? Nachher? Sie können dann Ihr Gehirn sehen. Das ist cool. Oder wir können das sehen. Oh, ich habe gedacht, ich kann auch sehen. Machen Sie ein Foto davon, ich möchte das sehen. Na gut, dann machen wir für Sie extra mal ein Foto. Und Sie kriegen von mir noch einen... Wenn Sie sagen, das ist groß... Verzieh dich. Allein dann bin ich enttäuscht. Okay. Gut, so, dann haben wir hier noch einen Stressball. Wir nennen das auch Stressball. Den gebe ich Sie mal in die Hand, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie Angst haben oder beengt sind, dann drücken Sie einfach den Ball, dann halten wir das Ganze an, dann kommen wir zu Ihnen, ja? Ich kann mal durchfunken, komm. Alles klar. Bitte? Ist schon gemütlich. Okay, dann sind wir mal gerade Foto am machen und dann bin ich sofort wieder da. Ich bin übrigens auch in dem Raum von meinem Kollegen. Einfach kurz still liegen bleiben. Der Warteraum ist voll, ey. Ja, der Warteraum ist voll. Ja. Da war gleich eine Menge zu tun. Ja. So. Dann mach bitte einmal das Foto soweit. Hier guckt er das mal soweit an. Geh mal gerade die ganzen Ebenen durch von C1 bis C11. Ja. So, guck dir mal die ganzen Ebenen an. Die Hirnströme sind soweit okay. Hirnblutungen sind auch keine vorzufinden. Sehe ich. Gut. Da haben wir schon wieder ordentlich Aktivität in der rechten Gehirnhälfte. Das ist soweit ganz gut. Ich würde sagen, der Herr hat jetzt keine weitreichenden Schäden davon erlitten. Gesundheit. Dankeschön. Gut, dann machen wir hier eben noch das Foto, damit er da gleich was Schönes auch mitnehmen kann und ein bisschen geil auf sich ist. Dann würde ich sagen, hol meinen Herrn wieder von der Trage runter und lassen ihn dann wieder gehen. Ja, ja. Würde ich so sagen. Alles klar. Ich muss es kurz einmal auswerten lassen. Alles klar. Und dann komme ich gleich mit euch zu hin. Hey, gehen Sie mal da runter, bitte. Hey, Jungs, kommt her. Kann ich einfach hier auf irgendwelche Tragen drauf liegen? So. Also mit Trage abgeschlossen hier. Ich also. Ich hab kein Platz für Auto, Alter. So, der Herr. Also, sieht soweit alles soweit gut aus. Ich würde sagen. Ja, jetzt dass Sie Ihren Kopf wieder bewegen. Jetzt ist alles wieder gut. Was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, das haben Sie nicht gehört. Doch, haben Sie gesagt, habe ich gehört. Nein. Das haben Sie absolut missverstanden. Sie dürfen wieder aufstehen. Irgendwie habe ich gerade Schmerzen. Wo haben Sie Schmerzen? Schnelle Puls oder so. Sie haben schnellen Puls. Ich glaube, oder so. Irgendwas fühlt sich komisch an. Irgendwas fühlt sich komisch an. Dann müssten wir vielleicht nochmal in den Behandlungsraum mit Ihnen gehen. Haben Sie denn noch Schmerzen? Ich habe so ein, zwei Schmerzen noch so in meinem. Sind die stark? Geht so eigentlich. Geht so eigentlich. Okay, dann kriegen Sie von uns noch ein Schmerzmittelchen. Darf ich aufstehen oder gut. Geben Sie mich hier? Oder? Ja, Sie dürfen schon wieder aufstehen. Gut, dann kommen Sie mal hierher. Dann fühlt sich gerade, als wäre ich bekifft. Ja, das kann wahrscheinlich noch von der Medikation liegen, die Sie vorhin verabreicht bekommen haben. Wie hast du das gemacht? Darf ich mich anziehen? Genau, ziehen Sie sich mal an und dann klopfen Sie, wenn Sie fertig sind. So, das ist sein Kollege, oder? Es ist so geil. Oh. Ja, ist er. Ach so, jetzt verstehe ich das. Der Kollege hat mir gerade eine SMS geschickt. Der hier da. Vielleicht. Der ist. Er ist taubstumm. Ja, yeah, genau deswegen. Und sein Übersetzer ist jetzt gerade da drinnen. Kann ich rauskommen? Mhm. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Irgendwie ist abgeschlossen. Oh, ja, Sie dürfen wieder raus. Hallo. Alles klar. Gut, gehst du noch gerade mit ihm vor und gibst ihm dann über die Apotheke nochmal ein Aspirin gegen seine Schmerzen und dann darf er gehen. Ja.
Also die mit den Gummibären und haben. Ja, mach ich. Alles sauber. Ich räume alles weg. Okay. Jawohl. So, machen wir hier jetzt mal sauber. Wisch, wisch, wisch. Bitte den Herrn Temmusch nicht mehr noch nach. Ja. Dann kriegen sie noch mal einmal eine Aspirin-Tablette. Genau. Gut. Ne, denken wir uns daran. Einmal morgens, einmal abends. Hallo, ich bin der Nächste. Muss ich auch mal ein bisschen essen. Wie kann sie aber sehen? Den weißen Glatzkopf kann ich ein bisschen sehen und der Afrikaner gar nicht. Okay. Ja, ja, ja. Ihr Kollege ist gut getarnt im Dunkeln. Der Nutella-Kopf. Okay. Und sagen Sie alles, was ein bisschen dunkler ist, sagen Sie mal Nutella zu, oder? Ja, und der Schokoladenkopf. Mhm. Und Sie, was sagen denn Sie? Was soll ich dazu sagen? Verbrannter Mensch. Okay. Bartkopf, oder was sagen Sie dazu? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet, wie die anderen Male auch, ein wenig Spaß, mir beim Dienst dabei zu sein und dass wir uns einmal den neuen RTW zusammen angeguckt haben. Ich finde ja, der ist wirklich gelungen und der macht echt Laune, mit dem zu fahren. Das haben wir heute ein paar coole Sachen mitgemacht. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das so fandet oder ob ihr Ideen für andere coole neue Videos habt. So an Ideen, die ihr ganz gerne mal von mir sehen möchtet, wie ich die so umsetze. Bis dahin, macht's gut. Euer Allison Burger. Arrivederci und ciao. Die Verfolgungsjagd hier. So, Hilfe! Hilfe! RTW 1, Status 1. Wo ist die Abwehr? Hilfe, Hilfe! NRW Hilfe! Junge! Mein RTW! Du Lappen! Du Lederlappen!